Herzlich willkommen heute zum Fotocafé. Jetzt haben wir ja fast immer 4 Wochen dazwischen gehabt, weil es einfach jetzt vom Termin so gefallen ist. Ich war jetzt ja sehr viel unterwegs und bin jetzt eigentlich seit einer Woche wieder da. Bin eher am Vorbereiten von verschiedensten Dingen. Wir haben natürlich einiges am Fotomaterial mitgebracht. Und wir starten heute mit einem Rückblick auf Porto und haben dann aber eine ganz coole Bildbesprechung, weil wir haben sehr viele Bilder gekriegt vom Stift Göttweig, von der Kapuzinergruft, dass also wirklich ein paar ganz, ganz außergewöhnliche Dinge dabei sind. Der Volker hat auch einige Fotos vorbereitet. Wir haben natürlich eine Photoshop-Challenge. Ja, wieder ein ganz interessantes Programm. Also vorab, wer hat sich das neue Lightroom-Update schon mal angeschaut? Schreibt es mal in den Chat rein. Es gibt jetzt übrigens ein neues Werkzeug, und zwar ein Entfernen-Werkzeug mit einer KI-Funktion, also wo dann quasi noch Dinge hinzugemacht werden. Das Reparaturwerkzeug in dem Fall gibt es nicht mehr. Das heißt jetzt Entfernen-Werkzeug. Also das Update ist vom Mai. Ich habe es gerade jetzt runtergeladen und habe schon ein bisschen probiert. Ähnlich wie das generative Füllen im Photoshop. Ja, okay, da lese ich schon gerade heruntergeladen. Könnt ihr einfach einmal schauen, vielleicht da durchklicken. Da gibt es ein paar ganz spannende neue Funktionen. Okay, die Monika hat es noch nicht heruntergeladen, aber einfach mal probieren. Ihr braucht ja nur auf das Lightroom-Update gehen und bei neuen Funktionen. Da kann man es dann das ja anschauen. Ich habe halt leider keine Zeit mehr gehabt. Vielleicht werden wir das beim letzten Fotocafé von Sommer uns dann nochmal ein bisschen genauer anschauen. Aber diese generativen Füllungsgeschichten, KI-basiert, das zieht immer mehr ein. Oliver, gell, im Photoshop, glaube ich, sind ja da wieder eine Menge Verbesserungen gekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und ich nutze das jetzt immer mehr spielerisch. Es ist einfach vereinfacht den Workflow und man ist viel schneller bei der Retusche. Ja, gell, diese Kombination von Sachen, die da einfach quasi jetzt dazukommen und das halt das Leben einfacher machen, das ist schon sehr Ja, praktisch, oder? und heute zeige ich euch eh noch ein Beispiel. Ich bin nämlich auf heute wieder was draufgekommen beim Workflow. Man kann auch, beim Photoshop ist ja das Schöne, mit Ebenen zu arbeiten. Man kann dann einfach maskieren. Da nehme ich das von der KI und auf der oberen Ebene nehme ich das andere von der KI. Also das zeige ich euch aber heute noch. Ja, cool. Das heißt, man kann eigentlich jede Sachen, die man sozusagen jetzt gut kann, von vorher, kann man einbringen und das noch besser machen. Ja, das ist das Geniale. Also das heißt, du bist ja gewohnt, mit Ebenen und Masken zu arbeiten und jetzt hast du noch eine KI, die dich unterstützt. Ja, super. Na gut, das ist, und man sieht auch im Lightroom, jetzt sieht man nur meinen Pullover aus, man sieht im Lightroom eigentlich, dass da auch immer mehr von diesen Funktionen kommt und das wird sich sowieso einfach, ja, das wird uns noch viel, viel mehr wahrscheinlich beeinflussen. Karl, also nimm den Teil jetzt von der Aufzeichnung und heb den 2 Jahre auf. Und wenn wir in 2 Jahren das Fotocafé machen, spülen wir den kurz einmal ein. Ja, guter Wenn Plan, wir guter sehen, Plan. wie alle wir schon ganz begeistert KI in jedem Lebensbereich nutzen. Aber es hat ein Interview von dem Adobe-Chef gegeben, der gibt ja kaum Interviews. Da hat er eben, weil Adobe irgendwie so gesagt hat, ja, die Fotografen werden unnötig werden und so weiter. Also das war sehr, sehr kontroversiell, aber er hat das dann auch wieder so ein bisschen zurückgenommen. Ich werde es vielleicht einmal posten. Ich habe in der Future Zone oder war irgendwo ein Link drinnen. Wo er da volle Kanne, dass das sozusagen nur mehr ausbauen, aber die Frage ist, wann wird das monetarisiert, wo du dann für den Traffic auch zahlst? Also ich glaube, das ist auch die Geschichte, die demnächst kommen wird, wo du dann Ja, für. natürlich. Natürlich. Also Also jeder Zugriff auf eine KI wird Geld kosten. Ja. das wird zwar ein gewisses Kontingent sein, aber da bin ich schon neugierig, also das wird sicher auch nochmal. Und dann gibt es als Konsument immer die Entscheidung, nehme ich jetzt eine KI, die Geld kostet, oder nehme ich einen Mensch, der mich fotografiert? Ja, gut, aber das. Zum Fotografieren, soweit sind wir noch gar nicht, aber mal vom Bearbeiten. Na, 2 Jahre, reden wir 2 Jahre weiter. Darum sage ich, heben wir uns das auf. ja. So, ich gebe jetzt einmal geschwind meinen Monitor frei. Ich habe nämlich ein paar Ah, Fotos. Entschuldigung, jetzt fällt mir noch ein Statement ein. Ja, bitte. Die KI oder dieses Zeitalter der KI wird ein neues Highlight werden bei der Hobbyfotografie. Nämlich, es werden dann viele Leute sagen, na, ich will das nicht, ich will fotografieren, ich will alles manuell machen. Also das wird so einen richtigen Push geben bei der Hobbyfotografie. Aber was halt auch interessant ist, Oliver, es boomen jetzt Analogfotokurse gerade in Wien. Also in Ja, Wien das gibt ist ja genau das. Das ist genau das. Also es geht wieder zurück aufgrund dieser KI auf dieses manuelle, auf dieses ruhige Fotografieren mit der Hand. Weil ganz schnell mit dem Handy irgendwas machen und dann mit der KI zu was ganz was Neuem entwickeln, das kann heutzutage eh schon jeder. Ja. Also das wird, also ich sage, die Hobbyfotografie wird so richtig
neu geboren werden und so richtig boomen. Das Na, ich wird. bin schon neugierig, ob es da vielleicht auf Foto und Adventure irgendwas Spannendes dazu gibt. Das wäre interessant, wenn es da vielleicht irgendein Keynote oder einen Ja. gescheiten Vortrag gäbe. Da muss ich mal mit Oliver Aber zu mir das ist reden. jetzt so mein Bauchgefühl. Ja, nein, klar, aber Aktuell. es gibt die Leute, Ja. die es schon abschätzen können. Übrigens, es gibt einen Fotowettbewerb von Fotografie.at über den Wienerwald. Du brauchst nur Fotografie.at eingeben und dann gibt es auch noch ein Foto, und dann gibt es einen Fotomarathon, habe ich danach, haben wir jetzt, glaube ich, schon kurz angekündigt. Und von der IG Windkraft, da brauchst nur IG Windkraft, gibt es auch einen Fotowettbewerb. Und wir werden jetzt also irgendwann im August oder späten September einmal einen Fotokurs bei einem Schauwindrad in Niederösterreich machen. Das schauen wir jetzt dann Mitte Juni an. Gut, aber jetzt ist es soweit, jetzt gebe ich meinen Bildschirm frei. Dieses Thema kennt man vielleicht noch einmal beim letzten Sommer. Genau, weil dann habe ich die Fotos eh schon, dann kann ich die gern zeigen, ja. Ich bin ja am 20. April nach Portugal geflogen, war dann eine Woche wandern am Fisherman's Trail. Ich habe da so gut wie nichts fotografiert, außer ein paar Handy-Erinnerungsfotos, weil das tatsächlich mein Urlaub war. Man geht so im Schnitt so um die 20 Kilometer. Man geht sehr viel in Sand. Also man geht dann es sind 10 Kilometer lange Sandstrände. Es ist alles unverbaut, weil es Naturschutzgebiet ist. Also es ist wirklich großartig. Und man spürt dann ein paar Muskeln, die beim Sandgehen besonders beansprucht werden, schaut es aus. Aber wir waren jeden Tag gut müde und diese Strände sind auch sonst nicht zu erreichen. Also dann lauter Stichstraßen hinein. Also das ist wirklich sehr, sehr schön, kann ich euch sehr empfehlen. Geht von Porto Covo, das ist ungefähr 1,5 Stunden südlich von Lissabon, runter zu Algarve und ich war dann 6 Tage unterwegs und das war ein sehr, sehr tolles Erlebnis. Ich bin dann mit Zug retourgefahren nach Lissabon und dann am Montag am Abend weiter nach Porto, am Dienstag die Gruppe erwartet. Jetzt gebe ich mal geschwind meinen Bildschirm frei. Wir hatten anfangs dann noch ein richtig, richtig tolles Wetter und ihr kennt sehr Porto mit allen seinen Vorzügen. Es hat aber dann ab dem zweiten Tag 12 Grad gehabt, es hat nur geregnet die ganze Zeit. Also es war so phasenweise, war ein bisschen das Wetter schön. Wir haben aber natürlich diese ganzen Pausen genutzt, um das eine oder andere Foto zu machen. Man sieht hier die Ponte Dom Luís, also die berühmte Brücke. Der hat ein Schüler vom Gustav Eiffel gebaut. Da gibt es natürlich auch einen tollen Platz, wo man fotografieren kann. Der Bartolo II, dieser Street Art Künstler, den ihr kennt, schon von Madeira und von Lissabon, der hat da diesen berühmten Hasen gemacht, aus lauter Autoschrott, Millionen Instagrammer, die da ein Handy, also ein Selfie davor machen. Aber er ist trotzdem sehr, sehr schön. Diese Dame mit der Kamera haben wir da getroffen. Diese Fotografin aus der Ukraine, die hat sich in Portugal durchschlagt, die hat dann einfach die Fotos, da war irgendein normaler Spiegelreflex drinnen, per WLAN an einen Drucker geschickt und sofort ausgedruckt und an die Leute weitergegeben, also in Form so einer Zeitung, 100 Jahre alt ist, also ganz eine witzige Idee. Nachdem es so geregnet hat, haben wir dann den Tag genutzt und sind in das Servales Kunst Museum gegangen, also wenn einmal jemand von euch nach Porto kommt, ist das ganz, ganz toll. Moderne Kunst, es gibt einen Teil auch mit Fotografien, also sehr, sehr interessant und einen riesig schönen Garten, also eine Außenanlage. Ich habe auch einen Blogbeitrag geschrieben, wo das auch alles drin ist und auf der Homepage sind auch Tipps über Lissabon. Also, wenn wer nach Lissabon fährt, braucht es nur auf die Homepage gehen, da gibt es auch einen Blogbeitrag mit den wichtigsten Fotopunkten. Wir haben natürlich dann einen Ausflug ins Douro-Tal gemacht. Das Douro-Tal ist vergleichbar, so wie die Wachau, nur viel, viel berühmter, größer, viel mehr Weingüter. Und da mit diesen terrassenförmigen Wein, wo da Weinstöcke wachsen und natürlich haben wir dann auch Weinkost gehabt. Interessant, der Wein vergärt dort in diesen riesigen Steinbecken offen und die machen halt Rotwein, Weißwein und manche dieser Betriebe dürfen auch Portwein machen. Also wenn man Portwein braucht man sozusagen eine eigene Konzession und nicht jeder darf Portwein machen. Eine kleine Flussrundfahrt dann noch zum Mittag. Man muss sich ja vorstellen, es hat ja immer geregnet und wir haben gerade wirklich das Glück gehabt, dass dann jetzt Mittag dann wir unterwegs sind, dass die Sonne dann rausgekommen ist. Man ist halt eben immer dann oben und hat dann diese tollen Ausblicke zu den Weingütern. Einfach Stimmung, Regenstimmung, dann wieder mal kurz Sonne, was eigentlich eh ganz, ganz ein tolles Licht für Fotografen. Ringerischer Blick von der anderen Seite, also man schaut jetzt quasi von Gaia Nova, also auf der Südseite des Douro nach Porto, und da gibt es ja die ganzen Foto-Highlights. Man sieht unten
Auf der Vis-à-vis-Seite sieht man auch die Promenade. Von dort gibt es auch super Fotoplätze, speziell auch bei Sonnenaufgang, wobei bei uns hat es immer geregnet in der Früh. Also es war wirklich sehr, sehr bitter. Wir waren immer warm angezogen. Ich habe also alles mitgehabt, Gott sei Dank. Es war ein Wind, das Wetter so schlecht, jetzt habe ich nur eine dicke Jacke gehabt und das war dann gut angestanden. Die Leute aus Porto, die ich kenne, haben gesagt, das ist das Wetter, das ist das Winterwetter, also recht viel kühler wird es dann normalerweise nicht mehr. Wir haben dann eine super Stimmung gehabt beim Sonnenuntergang. Natürlich auch eine blaue Stunde ist sie dann noch ausgegangen an dem Tag. Aber man hat gemerkt, es war wirklich sehr, sehr kühle Stimmung. Es war sozusagen wenig Restlicht. Aber der Platz oben da beim Kloster ist schon ganz, ganz toll. Es gibt dann einen großen Markt, also wo Lebensmittel verkauft werden und also auch mit Gastronomie. Und der ist komplett neu renoviert worden und das ist auf alle Fälle eine Empfehlung zum Fotografieren. Dort kann man auch gut eine Kleinigkeit essen. Und das ist dieser berühmte Bacalao, der eingesalzene Kabeljau. So in dieser Art und Weise wird der verkauft und dann auch verkocht. Natürlich alle Arten von Meeresfrüchte und ja, und das ist wirklich ein Supermarkt, um auch Leute zu fotografieren. Ich habe dort eine Fotogruppe aus Porto getroffen mit einer ganz einer tollen Fotografin, mit der wir mich auch vernetzt. Also vielleicht kann man mit der in Zukunft auch so ein bisschen kooperieren. Und die haben mir dann auch erzählt, das ist so ein Lehrgang, wo sie mit 8 Studenten unterwegs war. Und die haben dann auch einen Fotokurs gehabt. Ja, wie gesagt, in Portugal die Leute einfach ansprechen und dann kann man da ohne Probleme Fotos machen. Ich werde die dann auch noch schicken. Also wie gesagt, die sind sehr, sehr freundlich. Und da gibt es Gott sei Dank überhaupt keine Probleme. Natürlich, die Geschichte kennt ihr vielleicht schon, der Besuch in der Nuri. Fabrik darf nicht fehlen, also das sind die Sardinen, diese berühmte Sardinenfabrik, die von einer österreichischen Firma dann übernommen wurde für circa 100 Jahre. Der Benjamin führt uns da durch und sogar die Wendeltreppe hat die Form eines Fisches, einer Sardine, also das sind sehr, sehr dahinter. Eine Mercedes-Schreibmaschine habe ich da zum ersten Mal gesehen. An diesem Tag war die Produktion geschlossen, weil irgendeine Wartung war und dann hat sogar die Gruppe dort sitzen dürfen und einmal Probe einlegen. Also 7 Zutaten kommen da rein. Das ist natürlich schon sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, monotone Arbeit, aber wird einfach 8 Stunden pro Tag gemacht. Also das ist sicher sehr, sehr Geschichte, die halt schon reingeht. Ja, und dann nochmal kurzer Abschluss. Oliver, jetzt wärst eigentlich du dran. Du hast nämlich das berühmte Foto von der Bibliothek in Porto. Und zwar diese Bibliothek hat anscheinend die Rowling dazu inspiriert, den Harry Potter, also wie diese Bibliothek beim Harry Potter. Und ich würde dir mal bitten, dass du den Bildschirm freigibst. Und ja, wir ziehen heute die Photoshop-Challenge vor, das habe ich da noch gar nicht gesagt, aber was das so bin. Okay, macht auch nichts, ich bin eh vorbereitet. Das weiß ich ja. Also jetzt nur ein kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr da mal reingeht, unbedingt vorab die Tickets kaufen. Und zwar, es gibt Gold-Tickets, die kosten 16 Euro. Immer den ersten Slot in der Früh. Also ihr müsst ganzzeitig in der Früh dort sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann hat man nämlich die Chance, dass man vielleicht die ein paar Sekunden alleine dort ist. Also sonst sind dort so viele Leute, da wird man dann nicht mehr fertig mit dem Wegretuschieren. Also das wäre der Tipp, den ich euch geben könnte. Also man kann sich online die Tickets kaufen und man hat da wirklich nur 1 Minute Zeit, weil nachher dann ist da drinnen ein Wirbel, das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe ja gesagt zu der Verkäuferin, das ist die einzige Buchhandlung, wo man 16 Euro Eintritt zahlt, damit man ein Buch kaufen darf. Man Ja. muss aber fairerweise sagen, man kriegt das Geld zurück, wenn man was kauft. Jetzt Karl, jetzt erzähl noch kurz was zu diesem Bild. Ja, du, ich bin noch in der Früh reingekommen, im Vollstress, nur dass ich geschwind einmal meine 2, 3 Fotos machen kann. Da habe ich da versucht, einmal, weil Stativ das natürlich keines verwenden, so schnell als möglich da mal eine komplette Übersicht zu bekommen. Das war eigentlich sozusagen die Herausforderung, hier eine Übersicht dieser Treppe zu bekommen, ohne dass jetzt andere Leute drauf sind. Ah, okay, ja. Na, es ist ein wunderschönes Foto, ich war schwerst beeindruckt. Schauen wir uns noch ganz kurz die Daten an. Also, ich habe das schon vorbereitet, da in Photoshop. Da ganz unten liegt das Originalbild und da oben in diesem Smart-Objekt werden wir dann die RAW-Konvertierung durchführen. Also, so baue ich das ja immer auf, jedes Photoshop-File. Und wenn ich jetzt da doppelklicke, lande ich in dem Container, wo dieses RAW-File drinnen liegt. Der RAW-Konverter startet automatisch und da sieht man halt da ganz oben die Kameradaten. Also du hast gehabt da ISO 3200,
Genau, es Oben war sehr kommt der dunkel. 15 mm, Blende 4 und eine Belichtungszeit von einer 80stel Sekunde. Das sind so die Daten jetzt von dem Foto. Ja, und ist eigentlich eh einigermaßen sauber belichtet. Was ich halt meistens mache, wenn ich da so dunkle Stellen habe, die also sehr viel Fläche von diesem Bild einnehmen, dann schaue ich mir schon die Belichtung an und versuche sie vielleicht eine Spur heller machen. Ja, ihr seht eh gleich wieder viel mehr, da diese Strukturen von dieser Decke kommen. Und meinen Lieblingsregler, dass ich sage, die Tiefen ein bisschen anheben. Nicht zu stark die Tiefen anheben, weil sonst verliert das Bild sehr stark an Kontrast und dann schaut es wie so ein HDR-Bild aus. Wenn man jetzt zweimal auf diesem Pfeil klickt, landet man wieder da bei Null. Und jetzt gebe ich da ein bisschen die Tiefen, hebe ich halt an, damit man halt da auch noch ein bisschen reinsieht. Okay, das war die RAW-Konvertierung. Du, Und Oliver, jetzt jetzt, hätte ich noch zwischendurch eine Frage ja. an dich. Bei so Spiegelungen am Boden, wenn du deine Aufträge fotografierst, verwendest du da manchmal einen Polfilter, um das wegzubekommen, oder ist dir das egal? Also du meinst jetzt Die da Spiegelungen, was die hast du ja immer wieder. naja, wenn's High-End-Architektur fotografierst, dann ist das natürlich ein absolutes No-Go, da diese Eben, Spiegel. ja. Ja, Aber hast. aber ich sage jetzt einmal, dieses Bild an sich, weil es ja kein High-End, Na, sondern mich ein. stört es auch nicht. Na, mir würde nur die prinzipielle Vorgehensweise von dir interessieren. Also, man kann natürlich dann da einen Polfilter verwenden, ja. Da in dem Fall würde ich es sogar mit Polfilter machen, weil das die Struktur dann von Ja, dem Parkett halt da noch war das da ist. Problem, dass es nicht geht, Oliver, weil du einfach keine Zeit hast und kein Stativ und so und das und verwackeln, was die nur eineinhalb Blenden dazu, das war so eher das Problem, warum ich keinen verwendet habe. Also, aber ich wette, wenn man jetzt das einkringelt und sagt, generatives Füllen, die Ja, Spiegel ist ja, ja. weg. Nein, es war nur so eine prinzipielle Frage. Ja. Super, danke, gell? Ja, gut. Also, was man sich jetzt bei diesem Bild halt auch noch überlegen kann, ist, also ob ich da jetzt, wo diese hellen Stellen sind, noch ein bisschen mehr Struktur reinbringe und da. Und ich würde das nicht in einem RAW-File machen, sondern ich würde mir da, weil Photoshop ist ja prädestiniert für dieses Arbeiten mit Ebenen, ich würde mir da einfach ein neues Smart-Objekt durch Kopie anlegen, würde jetzt das beschriften mit Lichter. Und würde man da jetzt die Lichter ein bisschen zurückholen? Das heißt, ich nehme jetzt da die Belichtung wieder auf Null und fahre sogar mit die Lichter ein bisschen runter. Ja, weil würde ich das jetzt in einem File machen, dann kriege ich sofort wieder diesen HDR-Look, Ist der schon klar, mir ja. weniger gefällt. Und jetzt kann ich im Prinzip mit einer, lege ich mir jetzt da eine schwarze Maske an, also da ist jetzt das Maskensymbol, wenn ich die Alt-Taste halte, ist automatisch die schwarze Maske, nehme jetzt einen weißen Pinsel und tue das jetzt einfach manuell reinmalen, dass ich sage, da ein bisschen mehr Lichter, die Lichter runternehmen und da auch. So, und überall, wow, so passt es für mich sonst. Also ich zeige euch jetzt nur, was wir gemacht haben, wir haben einfach da oben, wo dieses Glas ist mit diesem Email da ein bisschen mehr Struktur reingebracht. Ja, das wäre es jetzt einmal, dass ich sage, okay, jetzt habe ich ein schönes Bild. Aber was ich noch machen könnte, ich gehe jetzt nochmal runter in dieses RAW, dass ich sage, für mich ist das Bild vielleicht eine Spur zu kühl. Ich war zwar nicht mit dabei, aber würde da ein bisschen mehr Wärme reinbringen. Oh ja, so gefällt es mir jetzt sehr gut. Schaut einmal, das ist das Original, das sehr kühl ist. Und jetzt haben wir das Ganze ein bisschen Wärme noch reinbracht, weil das Wenn ich dürfte die Buchhandlung muss ja nicht so technisch sein, die kann auch ein bisschen wärmer sein. ja. Ja, aber Karl, du warst ja dort. Ich Nein, nein, vermute. das ist super. Das passt sehr Ja. gut. Ja, okay. Das hätten wir jetzt, dass ich sage, jetzt wäre jetzt fertig mit der RAW-Konvertierung. Das nächste, was man jetzt machen könnte, ist, also ich habe das zuerst gar nicht wahrgenommen. Ich habe dann einfach mir einzoomt zu dieser Treppe und plötzlich sehe ich da, oh, da stehen ja zwei Leute. Also ich nehme mal an, dass das Mitarbeiter Das sind. sind Mitarbeiter, ja. Ja, naja, und jetzt Gott sei Dank haben wir unsere schöne KI. Jetzt tut man nur da schnell ganz grob da dieses Bärchen da für die Mitarbeiter auswählen. Also jetzt da beim Möbelstück muss ich jetzt ein bisschen genauer arbeiten, weil das bleibt ja. Ja, da bin ich neugierig, was er da jetzt tut. Ja. Und jetzt haben wir die zwar ausgewählt.
So, und sagen einfach generativ füllen. Ich gebe gar keinen Text ein, ich sage einfach, bitte entscheide du Photoshop. Und er weiß eh, dass ich die zwei Personen jetzt weghaben will. Jetzt, meistens kann man da die Zeit nutzen, da wird immer ein sehr nützlicher Tipp eingeblendet. Das ist jedes Mal ein anderer Tipp, also nehmt euch die Zeit. Ja, Bist du narrisch? da hat er jetzt was erfunden da hinten. Ich habe jetzt eh drei Varianten da unten rechts. Kann sagen, das. Oder das? Also da gefällt mir fast das zweite am Ja, und besten. das Zweite ist also, was denn das gerne mal auf den, wenn man es dann, also das ist echt Wahnsinn. Ja. Das ist wirklich unglaublich. Also ich habe ja das, mache ja das jetzt nicht zum ersten Mal. Ich Das tue weiß ich, ja Oliver, das weiß ich, aber trotzdem ist das es, Vorbereiten für euch, ja. aber beim Versuch, wie ich das vorbereitet habe für euch, hat er mir das da sogar so runtergebaut, wie es da auf der Vis-a-vis-Seite ist. Also, jetzt sage ich mal, jetzt sind wir nicht zufrieden. Jetzt sage ich diesem Ding einfach, bitte noch einmal generieren, weil wir sind mit diesen drei Versuchen nicht zufrieden. Und jetzt sage ich, bitte mach das Ganze noch einmal, liefer uns noch drei Versuche. Und dann schauen wir, was er uns jetzt anbietet. Oliver wünscht mir noch was. Der Ständer rechts muss auch weg mit Ja, Pfeil nach der oben. kommt auch noch weg, ist ja echt klar. Ach, schau, jetzt hat er schon bis zum Boden gebaut. Schauen wir uns die anderen an. Na, er kriegt es jetzt diesmal nicht so hin. Da sage ich, ist fast das noch das Beste, Ja, oder? das ist okay, das ist total okay, weil das ist ja dann Ja. relativ klar dann, was das sieht man ja dann nicht. Ja, das, also das Originalbild ist ja dann das. Also das sieht er Ja. genau. So, dann tun wir jetzt noch den Ständer weg, dass das wirklich so ausschaut. Und wieder nach dem gleichen Prinzip, ganz grob. Einrahmen. Da muss man jetzt ein bisschen genauer arbeiten. So. Und wieder generative Füllung generieren. Brauchen wir keinen Text eingeben. Wieder kann man zur Entspannung den Tipp lesen, dass die Zeit ein bisschen schneller vergeht, bis er fertig ist. Ja, da braucht Photoshop immer eine Verbindung zum Internet, sonst funktioniert Ja dieses klar, der generative. gleicht es mit Server ab, ja. Ja, also das geht immer. Ja, schau. Vorher, nachher. Hat er das nicht super gemacht? Ja. Ja. Und jetzt final könnte man noch sagen, da ist die Decke ein bisschen Ja, die schief. könnte man noch gerade stellen, das stimmt, ja. Ja, also jetzt kann ich das natürlich ganz sauber und non-destruktiv wieder in einem Smart-Objekt-Container machen. Ich mache es jetzt aber ganz flott. Jetzt sage ich einfach, alles, was wir jetzt hier bearbeitet haben, mache ich jetzt zu einer Summe und gebe es in eine Pixel-Ebene. Und der Befehl heißt, Shift, Steuerung, Command E. Also mit diesen vier Tasten kann man dann sagen, bitte Photoshop, machen wir jetzt da Summe und legt es auf eine Pixel-Ebene. Und jetzt brauche ich nur mehr sagen, bearbeiten, transformieren, verzerren. Und jetzt kann ich, bevor ich das Verzerren durchführe, lege ich mir da jetzt noch eine waagrechte Hilfslinie rein, weil ich will ja, dass diese Linie da waagrecht ist. Und jetzt ziehe ich mal das da so nach oben. Schaut. Und dann kann ich vielleicht das sogar nach unten ziehen, eine Spur. Ja, so ungefähr passt es jetzt. Und wenn ich das jetzt mit Enter bestätige, so jetzt muss ich wieder zu Photoshop zurück. Ja, ist das jetzt noch nicht ganz gerade. Gut, machen wir es nochmal. Weil durchs Runterziehen habe ich es oben wieder schief gemacht. Transformieren. Verzerren. Ziehen wir es oben jetzt. Ja, so ist es jetzt waagerecht. Und jetzt ist diese Linie da oben waagerecht. Ich schiebe jetzt diese Hilfslinie jetzt wieder weg, dass wir das besser sehen. Gehen jetzt auf die Hand und das wäre jetzt das fertige Bild. Ich zeige euch jetzt noch, wenn ich da auf das unterste Original jetzt, auf dieses Auge gehe und gleichzeitig die Alt-Taste halte, dann blendet er mal oberhalb alle Ebenen aus und ich kann sagen, vorher, nachher. Vorher, nachher. Ja, das wäre jetzt das fertige Bild. Ja, bravo, Oliver. Danke, gell? Ja, danke. Gut, also Karl, ich gebe dir das Photoshop-File dann Ja, super. wieder. Schick mir es aber wieder bei WeTransfer. Das kann ich dann bei uns, werde ich mal auf Ja, das Facebook kannst du posten. dann wieder den Leuten teilen. So, ich Ja. speichere es noch ab. Okay. Das hat sich schon in Istanbul sehr bewährt mit den Prime-Tickets. Also, man muss wirklich, wir sind einfach überall so viele Leute unterwegs. Man muss dann einfach schauen, dass man die Tickets kriegt und immer der erste Slot ist immer der beste. Da sind noch keine Leute drinnen. Dann hat man eher eine Chance zu fotografieren.
So, ich werde dich mal entfernen. Und der Volker ist eh da. Wir haben nämlich in Madeira eine coole Aktion gehabt. Und zwar, wir haben die Möglichkeit gehabt, eine tolle Porträt-Session zu machen mit der Vanya. Das ist die Frau vom Raimund Bretterbauer. Das ist der Geschäftsführer von der Quinta dos Artistas. Und die Vanya ist Akrobatin, Tänzerin. Und wir haben dann in Porto, nein, in Santo da Serra gibt es so einen schönen Park. Und dort haben wir dann Porträt geshootet. Volker, magst du ein bisschen was dazu sagen? Also die Vanya hat ja rhythmische Gymnastik sowohl im Nationalteam von Bulgarien auch als Teilnehmerin bei der Olympiade eben mitgemacht. Und es ist erstaunlich, was sie jetzt noch alles drauf hat. Hier hat sie extra ein rotes Kleid sich ausgeborgt, um dann diverse Figuren und Darstellungen dann für uns zu machen, so dass man das fotografieren kann. Hier zieht sie das Kleid links und rechts in die Höhe und beim Runterfallen habe ich das halt aufgenommen oder auf gut Deutsch auf Motorfunktion gestellt und dann von den 10 Fotos halt das Beste genommen. Aber man beachte hier die Handhaltung. Man sieht also hier wirklich die rhythmische Gymnastikausbildung. Und es war gar nicht so einfach. Wir haben nämlich dann einen Platz suchen müssen, wo wir sozusagen nicht so viel in der Sonne sind, wo der Hintergrund einigermaßen ruhig ist. Also das war gar nicht so, ohne dann da die richtige Stelle zu finden. Aber natürlich dieser Kontrast mit dem roten Kleid, das war natürlich eine ganz, ganz eine tolle Sache. Hier sieht man sie mit ihrer Tochter Emma. Die Emma ist 4 Jahre alt und macht schon sehr viel, beinahe alles nach, was sie bei der Mama sieht. Ja, ich glaube, die ist am Gymnastikboden groß geworden. Wir haben natürlich das dann auch genutzt, um eine Porträt-Session zu machen. Ja, Und da ist mir natürlich passiert, dass wir die ISO hinaufgeklettert sind, weil ich Blende 7.1 eingestellt habe. Warum auch immer, offensichtlich bin ich beim Drehrad angekommen. Aber letztendlich artet das nicht so sehr, schaut das Gesicht doch ein bisschen weicher aus. ja, und vor allem, wenn man genügend Licht hat, dann rauschen die Kameras sowieso nicht. Also das ist ja kein Problem. Und hier sieht man, wie die Emma eigentlich alles von ihrer Mutter nachmacht und die Stellungen schon faktisch einnimmt. Und natürlich, die Vanya ist maximal beweglich. Wir haben dann leider nichts zum Aufhellen gehabt. Mir hat es dann so leid, dass wir keinen Aufheller oder irgendeinen Blitz gehabt hätten. Das wäre einfach super gewesen, dann ein bisschen aufzuhellen. Aber wenn es auch einfach hier mal schaut, ich meine, es ist einfach total gewaltig, welche Posen sie einnehmen kann. Und sie hält es dann wirklich längere Zeit. Also das war wirklich das, was so, so beeindruckend war. Wir haben einfach einen Platz gesucht, wo sie gegen freien Himmel springen kann. Wir haben aber leider dort keine Möglichkeit gehabt. Das werden wir vielleicht nächstes Jahr dann machen, wenn wir wieder nach Madeira fahren. Ja, und da die immer noch mal ein Schlussbild in der Pose. Mit ihrem Prinzessinnenkleid, Mit auf das sie ja Prinzessinnenkleid. besonders stolz ist. Gut, aber jetzt machen wir einen ganz einen abrupten Wechsel. Und zwar, wir gehen in die Kapuzinergruft. Wobei man sagen muss, ein bisschen einen Bezug zu Madeira hat sie ja, denn der Kaiser Karl ist ja in Monte, in Funchal begraben. Fotowalk Kapuzinergruft machen wir jetzt schon mehrere Jahre und wir haben sozusagen nach der Öffnungszeit die Möglichkeit, hier Fotos zu machen. Ich muss nur mal schauen, da müssen jetzt irgendwo der Name draufstehen. Genau, das ist da vom Andreas. Andreas, ich habe auch gesehen, dass du zuerst gerade reinkommen bist. Super, dass du da bist. Magst du ein bisschen was zu den Bildern sagen? Ja, was soll ich dazu sagen? Also, ich find es irrsinnig schön von der Belichtung. Und zwar, du hast nämlich auch vorne, wir haben mit der Tür nur ein bisschen eine Zeichnung. Hast du da mehrere Bilder gemacht oder irgendwas Spezielles? Na, das war ein Einzelbild, nur ich habe es in Photoshop dann bearbeitet. Ja, aber In hast du. Photoshop und Lightroom. Ja, weil es nämlich gar nicht so leicht, du hast relativ viele helle Bildteile, die auch noch alle richtig schön Zeichnung haben. Und dann aber natürlich auch die Türen und das führt dann so richtig toll hinein, sozusagen in das Hauptmotiv.
Die Kapuzinergruft wünscht sich von uns immer Details in allen Variationen, weil es gibt einfach so ein Agreement, dass dann die Kapuzinergruft auch manche Bilder nutzen darf, also noch Rücksprache und Rückfrage für Werbung. Und ich finde, dass das auch besonders gelungen ist. Man sieht da ganz schön die helle Seiten von rechts. Hast du da noch mit irgendwas aufgehellt oder warst du da die Lichtsituation? Na, das war die aktuelle Lichtsituation Ja, dort. genau, das schaut richtig cool aus. Also das Licht war ja sehr gut dort, muss man auch dazu sagen. Ja, Es war es ist toll beleuchtet. Aber man sieht immer auch in den hellen Bildstellen eine schöne Zeichnung. Ja, die Spielschärfe, Unschärfe ist einfach großartig. Oliver, vielleicht auch ja, noch also eine kurze ich glaube bei Wortspende? mir, also ich war ja nicht dabei, aber ich lande aufgrund des Schärfeverlaufs sofort da auf Figur, die da halt also am Boden oder auf dem Sargdeckel liegt. Also gut gemacht. Das nächste Foto ist extrem schwierig zu machen. Das ist nämlich der Zubau vom Schranzer. Und zwar, das war der Architekt, der auch das BMW-Gebäude in München gebaut hat, diese Zylinderform, und also ganz, ganz ein berühmter Architekt. Die Kapuziner waren da sehr, sehr mutig, also sozusagen diesen Anbau so modern machen zu lassen. Und Andreas, hast du da, ist es auch nur eine Belichtung? Das kann ich mir fast nicht Nein, vorstellen. ist nicht. Nein, da haben wir das, was du ja uns am Anfang gesagt hast, sollte man eine Belichtungsreihe machen. Ja. Und das habe ich da gemacht und dann gesteckt dann. Das schaut, finde ich, super aus. Ja. Es gibt da die Architektur, finde ich, ganz gut wieder. Na, es ist genial, das Diesen Foto. Sichtbeton. Ja, natürlich, das Grab vom Kaiser Franz Josef und von der Sissi. Für die Kapuzinergruft noch nie besucht haben, also es werden Geschenke abgelegt, also es werden Briefe dort geschrieben, es werden Blumen abgelegt und es kommen also ganz, ganz viele Gäste aus Italien, aus Ungarn, aus Deutschland natürlich. Wie gesagt, da werden auch ganz, ganz viele, werden dort Sachen hinterlegt. Beim Maximilian, der in Mexiko sozusagen zum Tode verurteilt wurde, liegt auch ein Sombrero dort. Also es ist wirklich einmal, wer noch nie in der Kapuzinergruft war, ist einfach eine interessante Geschichte. Ja, und Karl, gehst nochmal zurück, bitte. Ich möchte nur, gerne. mich würde nur persönlich interessieren, wer da im rechten Grab liegt. Ja, und zwar, das ist der Kronprinz Rudolf. Ah, okay, ja. Und es ist ja jetzt sozusagen, ist ja kein Platz mehr frei. Es sind alle Habsburger quasi jetzt gestorben und sozusagen die Gruft ist voll. Und der Kaiser Karl ist eben in Funchal bestattet, im Monte, und da gibt es eine Gipsbüste. Die letzte, die bestattet wurde, war ja die Zita. Genau, das war die Z Nein, der Otto von Habsburg. Ah, ja, genau. Der Otto von Habsburg war der Letzte. Ja, also wie der Andreas schon gesagt hat, es gibt auch wirklich ein ganz ein tolles Licht, gell? Ja, geht schon, Andreas. Noch für andere, Arno? Bitte? Ist er die letzte dann gewesen? Nein, es kommen natürlich andere Bilder an, klar. Nein, ich sag, von der Bestattung her war, glaube ich, eine Frau die letzte. Das war nicht der Otto, glaube Nein, ich glaube, dass die. Nein, es wäre, glaube ich, eine nur, die noch dran kommen könnte, aber die will nicht. okay. Ah, Aber ich glaube, dass der Otto von Habsburg war sicher der Letzte, die weil die Zita ist Ende der 80er Jahre gestorben. Und das war ja dann ein ziemliches politisches, das war ja dann ziemlich politisch, ob die jetzt bestattet werden darf oder nicht, aber dann hat man sich geeinigt, dass sie dann in Wien bestattet wird. Ja, und einfach diese tollen Details. Also, was mir einfach gefällt, ist diese extreme Schärfe, die du braucht hast, und die sind auch, finde ich, perfekt ausgearbeitet, weil es kommt einfach diese feine Arbeit, die da sozusagen an den Särgen vollbracht wurden, die kommt da irgendwie auch voll raus. cool. Und es war dann quasi so ein bisschen blaue Stunde drum, auch die Blaufärbung draußen vom Fenster, wie es dann dunkel geworden ist, und es gibt natürlich einen super Kontrast. Ich finde diesen Ausschnitt extrem schön. Es war jetzt witzig, bei der Gruppe waren ein paar wirklich komplett neue Aspekte, also bei den Fotos ähneln sie ja oft ein bisschen, aber die Gruppe war sehr, sehr innovativ, was das betroffen hat. Ja, dann haben wir von Bruno auch noch ein paar Bilder gekriegt. Der hat wieder ganz eine andere Ansicht, so ein bisschen leicht von oben. Was mir sehr gut gefällt, ist sozusagen hier dieser wirklich extreme Freisteller.
Ja, cool. Also, was mir bei dem Bild gefällt, ist auch der scharfe Schatten da im Der Hintergrund. Schotten ist genial, gell? Ja. Ja. Also, das ist so richtig, so unheimlich ein bisschen. Ja, das ist in der Gruft durchaus angebracht, dass das ein bisschen unheimlich ist. Aber das nächste Bild finde ich auch so Ja, stark. ah, mega, Ja. wunderbar. Und die sind natürlich dann auch, wenn die Kapuzinergruft zum Beispiel sagt, okay, sie wollen einmal ein Plakat machen oder was, hast links viel Platz für einen Text. Also Ja, sehr, sehr reduziert. Und das und was lebt noch da. dazu, ja, super. Und Karl, was noch dazu kommt, ist, mir fällt es jetzt schon auf, deine Teilnehmer, die fotografieren so gut, also da solltest du fast einmal eine öffentliche Ausstellung machen. Ja, du, die Kapuzinergruft, die wären da eh sehr daran interessiert, aber irgendwie haben wir das noch nicht zusammengebracht. Das wäre da, ein paar Bilder bei einem Foyer auszustellen, wäre sicher sehr, sehr schön. Also, das ist überhaupt keine Frage. Aber vielleicht bleibe ich da dran. Ja, und da schön ist, wenn man dann oben die Fenster mit einbezieht. Das ist jetzt der Jürgen. Dann sieht man da, wenn man dann auch noch durch diese blauen Highlights hat, diese Höhepunkte, die da auch durch das Tageslicht, das Restlicht, das von draußen reinkommt, ist natürlich eine besonders eine tolle Sache. Das ist jetzt der Kaiser Franz Josef von der anderen Seite, aber es ist extrem schwierig, oben auch mit der hellen Deckenbeleuchtung, also da muss man mehrere Bilder machen und dann das, also HDR, weil das sonst einfach komplett überbelichtet ist, also diese hellen weißen Räume sind, finde ich, sehr, sehr schwer zum Fotografieren. Mein Oliver, das würde für dich auch, du hast ja öfters so ganz helle und Räume mit viel Licht. Ja, also es ist ganz simpel, wie die letzten 100 Jahre Belichtungsreihe. Ja, Ganz genau. simpel. Da hat sich nichts geändert am Workflow. Nein, nein, Ja. das ist eh das Um und Auf. Ja, und dann nochmal so ein bisschen andere Ah ja, Perspektive von dem. Froschperspektive ist auch gut, ja. Ja, da Und sieht man. Hochformat, ja, also. Man sieht ein bisschen die Tiefe von dem Zubau. Ja. Ja, ah, cool. Und das Grab von der Maria Therese ist natürlich so das absolute Highlight, klarerweise. Aber da gibt es ja ganz, ganz schöne neue Ansichten. Der Peter hat uns auch ein paar Fotos geschickt. Und das ist dann im vorderen Raum, wo eben der Otto von Habsburg und die Zither, das sind so ganz, ganz einfache Holzsärge. Dann habe ich ein paar so Serien auch noch zusammengestellt, weil ich finde, die waren irrsinnig toll. Da gibt es diese Tableaus bei Wettbewerben, da wird sich das super eignen, so ähnliche Motive, die irgendwie Ja. gut zusammenpassen mit den verschiedenen Insignien der Macht. Und da zum Beispiel, Karl, beim mittleren Bild, Ja. weil ich sage, denn die Tiefen in die Höhe regeln, da finde ich, passt es sogar, dass man da gar nichts mehr sieht bei der rechten Figur, weil Ja, die da. die ist eh im Dunkeln, weißt Ja, aber das passt sogar. Also man muss nicht immer alle Tiefen du? hochziehen. Ja, und ich glaube, wenn das sozusagen dieses Thema Tod, da dürfte es ruhig ein bisschen schwarz und mystisch und geheimnisvoll Ja, sein. starke Kontraste unterstützt das Ganze noch, ja. Ja, der Peter hat Ja, da auch ganz eine mega. eigene Interpretation, die finde ich auch sehr, sehr interessant und sehr schön. Also ist einmal ganz was anderes. Ja, und dann haben wir da noch zwei, also diese Krone mit dem Totenkopf, das schaut ja so, aber das wird sozusagen auch diese Vergänglichkeit symbolisieren. Das war sozusagen so dieses Zeichen der Habsburger. Ja. So, die muss jetzt nochmal weitergehen, habe ich jetzt Fotos zweimal drin. Und jetzt springen wir in die Wachau, ins Stift Göttweig und der Wolfgang Ebner hat uns da ein paar Fotos geschickt. Das ist immer ganz, ganz ein toller Fotowalk, weil der Pater Pius, der einfach irre nett ist und dem immer was Interessantes einfällt. Und wir haben da jetzt in der Krypta, also das ist im Untergeschoss von der Kirche angefangen, da ist eben so ein kleiner Altar. Und das Schöne ist, wir sind da völlig ungestört, also wir haben da von 15 bis 18 Uhr Zeit, wenn die ganzen Gruppen weg sind. Und da sieht man irrsinnig schön Vordergrund, offene Blende, hinten dieses schöne Licht, das das Ganze so warm einfärbt, sehr, sehr gelungen. Ich finde es überhaupt sehr schön, also wenn man sozusagen diese Mischung hat, dass ein bisschen ein Licht von außen kommt, man kriegt ein bisschen einen färbigen Akzent, also das gibt einem ganz, ganz eine eigene Note.
Und das ist voll interessant, das sind Bischofsstäbe, die da in diese riesigen Laden drinnen sind, in der Schatzkammer. Der hat der Wolfgang auch ganz, ganz toll fotografiert. Diese Schuhe sind 250 Jahre alt und das waren quasi Messschuhe. Ein Paar ist circa 35.000 Euro wert, ja, hat der Stift einmal schätzen lassen. Unglaublich. Sind natürlich jetzt nicht mehr in Verwendung. Und dann gibt es im Haupthaus sozusagen, wo es die berühmte Kaiserstiege gibt, gibt es eben noch ein paar so Herrschaftszimmer, die auch komplett super eingerichtet sind. Und letztes Mal haben sie uns sogar die Kordel weggeben. Da ist auch das Problem, dass man halt diese vielen spiegelnden Flächen, aber da ist ein Polfilter im Einsatz gewesen, wenn man das so anschaut, und auch mehrere Belichtungen, natürlich mit Stativ und der längere, also Blende 11, alles, was wir jetzt so können. Aber dann gelingen auch so Fotos ohne große Probleme. Ölbilder sind ja auch ganz, ganz schwierig, wie wir Die wissen. spiegeln nämlich so, ja. Ja. Das Grundproblem ist, dass in diesen Ausstellungen diese Spots sind und es ist halt ein extrem hartes Licht. Ja, weißt du, Ja. normalerweise hätte man zwei Scheinwerfer mit einer Polfolie davor und einem Polfilter, würde man die Ja. Bilder einzeln beleuchten, aber das geht natürlich in dem Fall nicht. Ja. Muss man das Beste draus Ja. machen. Der Stuck, finde ich, sehr, sehr schön in Szene gesetzt, natürlich auch toll beleuchtet. Aber man kriegt dann natürlich durch dieses Seitenlicht, kriegt man halt irrsinnig schön plastisch und man kann halt dann auch so ein bisschen die Tiefe ahnen. Schöner Farbkontrast. Ja, das ist, aber das ist total das, es sind auch diese Räume, das ist ja die Originaleinrichtung, die halt einfach dann irgendwann einmal restauriert worden ist. Zu dem Thema, man kann also bei schlechtem Wetter keine Fotos machen. Also das ist Ja. jetzt die Antithese. Ja. Es hat dann gleich wieder zum Ringen angefangen, aber nachdem wir da eh die meiste Zeit drinnen sind, ist das kein Problem. Also die Basilika, die Kirche natürlich ist auch sehr, sehr interessant. Aber das Schöne ist eben, dass wir da sozusagen alle Fotorechte haben und auch ungestört fotografieren können. Und dieser Blick durchs Fenster auf die Kirche ist auch immer sehr, sehr berühmt. Und rechts hat die berühmte Kaiserstiege mit dem Fresko von Paul Troger, der da die ganzen Bemalungen gemacht hat. Dann zum Abschluss noch einmal Blick vom Stift Göttwerk hinaus und in Richtung Wachau. Also das ist auch sehr, sehr schön. Da wird es im Oktober wieder einen Termin geben. Wir springen jetzt noch einmal nach Madeira, weil der Volker hat mir nur ein paar Fotos geschickt und da sind ein paar Sachen dabei, die ganz, ganz besonders toll sind, finde ich. Wir beginnen, Volker, mit dem Küstenweg. Ja, der Küstenweg war natürlich für ein Mitglied unserer Gruppe eine kleine Herausforderung, aber mit Hilfe von Karl und anderen Teilnehmern war das kein Problem. Man sieht hier, wie idyllisch das Ganze ausschaut. Karl schaut sofort nach links, weil dort sieht man dann die tolle Küstenlandschaft. Es war ein echtes Erlebnis. Man geht durch die Gegend und man vergisst beinahe aufs Fotografieren. Ja gut, aber aufs Fotografieren vergessen hast du nicht. Wir waren nämlich dann am Kap San Lorenzo Sonnenaufgang. Erzähl mal ein bisschen, was da so deine Intention war. Ja, meine Intention war, weil man auf Instagram oder Facebook oder dergleichen mehr doch sehr viele Bilder sieht, das Ganze mal mit ND-Filter aufzunehmen. Wobei ich ausprobiert habe, bei diesem Foto eine Langzeitbelichtung, das heißt, die Wolken sollen ein bisschen sich bewegen und das Meer sollte dann ruhig gestellt sein, also eher ein bisschen spiegelglatt sein. Ja, das war halt der Versuch, hier 25 Sekunden, Blende 11, soweit ich mich erinnern kann. Es ist halt immer eine Frage des Geschmacks. Den einen gefallen Aufnahmen mit Filtern geschossen, anderen eben nicht. Also was ich auch interessant finde, ist auch, dass du die Struktur im Vordergrund sehr schön herausgearbeitet hast, weil damals ein bisschen eine kürzere Verschlusszeit, gell? Da ist die längere und da ist die kürzere, Ja, oder? hier So. haben wir 2,5 Sekunden Belichtungszeit. Genau. Hier jetzt. Man sieht dann auch die Struktur des Wassers, dass sich das noch ein bisschen bewegt. Das war eben der Versuch, mir selbst einmal klar zu werden, was könnte mir gefallen.
Interessanterweise stehen dann immer gerne Leute hier, obwohl es eine Absperrung gibt, also auf den linken Felsen. Es nutzt aber nichts, die Leute klettern einfach drüber. Naja, und Warum habe ich. es fallen auch viele Leute runter, also an der Stelle nicht, aber bei diesem berühmten Wasserfall, der war dann eine Zeit lang gesperrt, weil wieder drei Leute abgestürzt sind. Ich meine, die Leute sind einfach teilweise so dämlich, dass man wirklich eigentlich nur mit dem Kopf schütteln kann. Ja, warum habe ich Filter verwendet? Ich habe also auch Ein Verlaufsfilter. ein Verlaufsfilter verwendet, um den Himmel abzudunkeln, damit der Vordergrund ein bisschen besser dann zur Geltung kommt. Es ist nämlich, es täuscht ein bisschen, also es war nämlich relativ dunkel noch also durch diese Methode ist der Felsen irrsinnig schön farbig rausgekommen. Also das ist wirklich, wirklich eine tolle Geschichte. Dann ist natürlich links, sieht man eh den berühmten Instagrammer, der da steht. Sieht man aber natürlich, da war dieser Verlaufsfilter am Himmel auch noch drauf, gell? Richtig, man sieht Ja. es an der harten Kante, weil ich habe einen Reverse-Filter verwendet. Das heißt, der ist beim Horizont am dunkelsten und verliert dann nach oben hin die Filterwirkung. Das wird eigentlich nur die Sonne abschwächen, gell? Richtig, und das ist jetzt natürlich immer die Frage, war das jetzt die richtige Entscheidung oder was ist nicht? Dafür, dass ich dann mehr vom Licht herausarbeiten konnte, wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Na, und es ist dann nämlich auch noch richtig toll geworden. Also, weil der Sonnenaufgang hat zuerst einmal irgendwie so ein bisschen verunglückt ausgeschaut, aber das kann man ihm nie sagen, und auf einmal hat es dann zum Leuchten begonnen. Und ich finde ja diesen Abbruch da in der Mitte, das finde ich ja extrem spannend, wie das Licht da fällt. Ja, und vor allem hier sieht man es dadurch und durch den Einsatz der Filter werden auch die Strahlen ein bisschen verstärkt. Die saufen dann nicht so ab. Auch hier links wieder eine andere Instagrammerin, die natürlich für einen Freund posieren muss. Wobei ein Schwarz natürlich nicht so prickelnd ist, aber. Wie auch immer, wir machen jetzt einen großen Sprung in den Zauberwald. Beim Zauberwald hatten wir das Glück oder das Pech, je nachdem, wie man sehen will. Wir hatten nur Sonnenschein und kaum Nebel. Wir waren ja schon öfters im Fanal, aber nur Sonnenschein, das ist natürlich auch eine Herausforderung. Und da konnte ich, glaube ich, ein bisschen diese märchenhafte Stimmung trotz Sonnenschein einfangen. Ja, sehr, sehr interessant. Da gibt es jetzt ein bisschen Kunstbilder. Wir sind nämlich auf eine Nebeninsel gefahren, Deserta. Und natürlich die Robben haben wir nicht gesehen. Dafür habe ich dann versucht, die Felsenformation mit den 400 mm, also ein 70 bis 200 plus Zweifachtelekonverter, hier verwendet, habe ich dann die Felsen abgelichtet. Und da bekommt man relativ abstrakte Aufnahmen. Ja, und diese Einschü, also diese, also das ist ja alles vulkanisch und dann diese Einschlüsse von mit verschiedenen Farben, das ist schon sehr, sehr spannend. Und der Tag war sehr bewölkt, es war eher so diesig, also das Wetter war nicht so prickelnd, aber die Farben, finde ich, sind sehr, sehr gut rausgekommen. Die Abstraktion kommt ja im nächsten Foto noch viel, viel besser. Ich meine, das finde ich ja wirklich richtig, richtig steil. Ja, schaut aus wie eine Elefantenhaut oder von einem Dermatologen die Vergrößerung eines Hautausschnittes. Was auch immer, ja, das kann man Ja. alles gelten lassen. Auch hier die verschiedenen Farben mit dem Grün, dem Grau und dem rötlichen Stein. Also ein Kollege von mir war Geologe, der wäre da hellauf begeistert von diesen Schichten. Den Desertas kann man diese Felsformationen sehen, aber auch ganz besonders schön am Cap San Lorenzo. Also dort, wo wir Sonnenaufgang fotografiert haben. Und da haben wir natürlich den großen Vorteil gehabt, dass wir mit dem Boot dort genau vorbeigefahren sind. Und das natürlich hat dann auch nochmal Fotografieren möglich gemacht. Zum Abschluss zeige ich jetzt noch ein paar Fotos vom Blumenfest. Das Blumenfest ist immer Anfang Mai. Und man kann sich das gar nicht vorstellen. Es sind 1400 Teilnehmer, also die da mitmachen. Man muss im Vorfeld dann schauen, dass man irgendwie einen Sitzplatz bekommt, also auf der Tribüne irgendwo ein gutes Plätzchen, wo man gut fotografieren kann. Am besten in der ersten Reihe. Rechts sieht man uns da eh sitzen. Dann gibt es eben diese Blumenkorsos mit verschiedenen Fahrzeugen.
Aber ganz interessant sind natürlich dann auch die Gruppen, die da mitmachen. Es wird getanzt, es wird gesungen, also es geht richtig die Post ab. Von Kindern, jungen Erwachsenen gibt es da ganz, ganz viele Leute, die mitmachen. Und das wird quasi in Vereinen organisiert. Das heißt, die nähen sich die Kostüme alles selber, kriegen dann eine Art von Subvention, also man bezahlt ja da auch einen Eintritt. Und so wird das Ganze finanziert. Aber die Vorbereitungen sind natürlich dann schon gewaltig. Gibt der Choreografie. Und nachdem aber dann die Akteurinnen sehr, sehr nahe sind, kann man da irre coole Fotos machen. Das heißt, die sind ja dann nur wenige Meter entfernt. Und ganz süß sind dann immer die Kinder, die dann mit mehr oder weniger Begeisterung da auf den Wägelchen dann sitzen und mitmachen. Ganzer Umzug dauert 3 Stunden. Also da ist schon ganz, ganz viel geboten. Ja, dann werde ich mal geschwind meine Freigabe stoppen. Wenn ihr mal irgendwelche Fragen habt oder so, dann könntest ihr es entweder im Chat gleich einmal reinschreiben oder auch fragen. Im Chat ist eine Frage, Masterclass noch. Ja, genau. Das wird von uns vom Büro aus Mitfahrgelegenheiten geben. Da wird sicher irgendjemand geben, der fährt oder vielleicht können wir auch öffentlich hinfahren. Es wird alles da im Raum Wien sein. Ja, aber bei dieser Natur, also die Masterclass Naturfotografie mit Marc Graf und der Christine Sohn Villa, da gibt es noch 2 Plätze. Also wenn da jemand noch dabei sein möchte, müsste sie eh zackig anmelden. Es wird jetzt noch ein Fotocafé vor den Sommerferien geben. Den Termin werde ich noch bekannt geben. Ich muss einmal noch schauen, wie es jetzt, was jetzt im Juni noch alles ist, aber dann werden wir dann demnächst einmal im Newsletter reinschreiben. Oliver, wie geht es bei dir jetzt weiter? Was ist deine nächste Aktion? Ah ja, super. Also momentan die Woche habe ich ein bisschen mehr Luft. Also da ist, hat sich eh so viel angestaut, also viel Arbeiten im Office. Ja. Und dann habe ich mehrere Aufträge in Hamburg. Ah, cool. Ja, aber ich werde es wieder verbinden mit einer Reise davor und danach. Also ich habe, wenn das Wetter passt, möchte ich mir Sylt anschauen. Ja, Und super, super. Das hört sich sehr, sehr gut an. gibt's beim nächsten Fotocafé vielleicht ein paar Fotos aus Sylt zu sehen? Ja, sehr cool. Naja, ich fahre jetzt am Samstag eine Woche nach Mallorca, aber der mal wirklich auf Urlaub. Ein bisschen zum Wandern. Und bin dann ab 3. Juni wieder da und dann geht es aber eh los. Nur vorbereiten für die Fotowochenenden, weil Friaul startet dann am 20. Juni. Dann geht es richtig los und dann kommt eh gleich nachher das Waldviertel. Also Heiligenblut habe ich jetzt abgesagt, weil da waren nur 2 Anmeldungen. Also das war halt, also auch wegen Hotel und so weiter, aber das macht da gar nichts. Dann habe ich einmal im Sommer eine längere Pause und dann im Anfang September geht es wieder richtig los. Ja, in diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und wie gesagt, wir sehen uns einmal noch im Juni. Ja, noch was Wichtiges. Am 26. Juni gibt es in Wien eine große Bildbesprechung und ein Fotografentreffen, aber live im NF12. Das ist der Fotoclub von der Maria Bein, die einige von euch kennen. Aber wie gesagt, im Newsletter und so weiter werden wir das bekannt geben. Freier Eintritt und so weiter. Ja, die Margit schreibt, wann gibt es mehr Infos zu Slowenien? Ich triff mich jetzt übernächste Woche mit dem Uli Schneebauer und dann gibt es das Detailprogramm. Wir sind da leider noch ein bisschen säumig, aber wir haben so viele andere Sachen gerade zum Tun. Jetzt machen wir immer das, was zuerst wichtig ist und was dann später kommt, schieben wir so ein bisschen auf. Also, vielen Dank. Ciao.